Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute bis mal ein sehr spannendes Video wieder zu iMAU Bullet 2C Kamera und zwar wollen wir die heute mal in den I.O. Broker mit dem RTSP Stream einbinden und dazu natürlich noch Motion Eye verwenden, um beim Schnitt die Umwandlung von dem RTSP Stream zu gewährleisten, damit wir die hier nahtlos in die WIS einbinden können. Es bleibt also sehr spannend, schaut euch das Video unbedingt an. Wenn ihr jetzt hier diese sehr günstige IP-Kamera für knapp 40 Euro mit einer 2K-Auflösung in euren I.O. Broker integrieren wollt, um somit praktisch zum Beispiel euer Haus zu überwachen oder einzelne Räume. Ich werde euch die selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal auf den Link drauf. Dann könnt ihr euch die nochmal separat anschauen und falls ihr nochmal Fragen dazu habt oder nochmal hier ein paar nähere Informationen wissen wollt, dann schaut euch mal das erste Video dazu an, denn dort habe ich praktisch die Kamera nochmal ausgepackt, euch mal separat vorgestellt und dann auch eingerichtet. Heute wird es also ausschließlich mal um die Integration von der Bullet 2C Kamera in den I.O. Broker über Motion Eye gehen, um euch hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung dann hier aufzustellen. Also jetzt befinden wir uns hier an meinem Rechner und jetzt wollen wir uns kurz angucken, wie wir praktisch diese iMAU Kamera hier in Motion Eye integrieren können, um die dann wiederum in I.O. Broker in die WIS einzubauen. Also installiert jetzt einfach Motion Eye direkt auf eurem PC, Server oder Raspberry Pi, je nachdem, wo es praktisch umgewandelt werden soll. Dazu gibt es verschiedene Anleitungen im Internet. Ich habe es jetzt hier auf meinem Raspberry Pi 3 installiert und kann es hier praktisch jetzt über die Web-Oberfläche aufrufen. Jetzt klicken wir einfach mal auf hier hinzufügen dazu. Dann können wir praktisch hier eine Netzwerkkamera auswählen. Geben jetzt hier mal den RTSP-Stream ein. Dazu werde ich jetzt hier mal kurz was rüber kopieren. Also ich trage das gerade mal so ein. Das wäre jetzt hier der Stream. Könnt ihr schon sehen, die IP-Adresse dann 554 Cam Real Monitor Channel 1 Subtype 0. Für die 2K-Auflösung oder wir gehen jetzt auf den Subtype 1. Das ist praktisch hier nochmal eine etwas reduzierte Auflösung. Da muss praktisch hier Motion Eye nicht so viel dann konvertieren. Dann können wir jetzt praktisch Username und Passwort eingeben. Da gebt ihr jetzt praktisch hier den Username Admin ein. Das ist der Standard-Benutzername von dieser Kamera. Und dann gibt es jetzt hier das Passwort. Das Passwort wäre jetzt in unserem Fall den Safety-Code. Der befindet sich praktisch unten auf dem Aufkleber von der Kamera. Den könnt ihr aber auch jederzeit ändern über die App. Tragen wir jetzt einfach mal ein. Dann könnt ihr praktisch hier ein anderes Passwort setzen. Dann wird uns schon angezeigt, RTSP, TCP, Kamera. Wir klicken auf OK. Jetzt wird es hinzugefügt, es dauert einen kurzen Moment und dann müssen wir die Kamera eigentlich auch hier haben. So, jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, wenn ihr Motion Eye auch parallel auf dem Raspberry Pi installiert habt, dass wir jetzt praktisch hier nochmal den Streaming Port ändern müssen, denn da müssen wir jetzt praktisch 554 eintragen. Macht man kurz und dann können wir praktisch hier auf Apply gehen. So. Dann müsste noch einen kurzen Moment dauern und dann haben wir praktisch hier auch gleich das Bild zur Verfügung. Und ja, also lädt noch ein bisschen und jetzt haben wir hier praktisch das Bild von der Kamera. Die guckt gerade zu meinem Fenster raus. Und jetzt können wir hier ein paar Sachen einstellen. Da könnt ihr schon sehen, es gibt also diverse Einstellungen. Hier haben wir jetzt ein bisschen was eingestellt. Man kann den Kameranamen vergeben, die ID. Hier kann man zum Beispiel die Auflösung anpassen. Da würde ich jetzt mal die Auflösung vielleicht hier so auf, oder lassen wir es ja gerade mal so praktisch da auf der Auflösung, hier kann man die Framerate hochstellen, macht man vielleicht mal hier 25 rein, damit es etwas flüssiger läuft. Wir haben hier die Möglichkeit natürlich die ganzen Sachen zu speichern, zum Beispiel hier ein permanentes Video aufzunehmen. Da könnt ihr jetzt hier einfach den Pfad eingeben, das geht auch hier problemlos mit Motion Eye. Wir können hier auch einen Text-Overlay praktisch dann eintragen, zum Beispiel der Kameraname oder auch ein Timestamp. Dann wird es praktisch hier dann angezeigt. Wir haben jetzt praktisch hier den Kameranamen und den Timestamp, lassen wir so drin. Auch hier können wir praktisch nochmal das bisschen erhöhen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, genau ein paar Sachen zu der Streaming Frame Rate einzustellen. 30 FPS passt soweit. Dann können wir noch hier ein paar weitere Funktionen einstellen. Die könnt ihr jetzt euch nach und nach mal anschauen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Motion Eye im Detail eingehen. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele gute Videos dazu, die auch dementsprechend alles erklären. Ich klicke jetzt mal auf Apply drauf. Und dann wird es praktisch hier übernommen. Jetzt haben wir praktisch alles umgestellt. Das Bild wird hier erfasst. Ihr könnt schon sehen, wir haben also hier nochmal die Anzeige von diesen Timestamp. Und den haben wir natürlich größer gemacht, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das aussieht. Das überschneidet sich jetzt leider etwas mit dem IMO-Logo. Das kriegen wir leider nicht raus.
muss man natürlich hier, je nachdem, welche Kamera man hat, dann nochmal umändern. Aber zum Versuch geht es jetzt hier vollkommen, das reicht uns aus. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Snapshot-URL und eine Streaming-URL bzw. eine Embedded-URL herauszusuchen. Die Snapshot-URL, da kann man zum Beispiel hier direkt den Link, die URL heraussuchen. Da kann man zum Beispiel hier immer ein aktuelles Snapshot von diesem Bild machen, von der Kamera, was gerade erzeugt wird. Oder wir gehen jetzt hier auf den Embedded URL, das wäre jetzt praktisch hier das, was wir für einen IO-Broker brauchen. Kopieren das mal kurz hier rein und dann können wir praktisch hier das Bild uns direkt abrufen. Da könnt ihr schon sehen, so sieht es jetzt aus. Das Bild wird jetzt hier praktisch direkt als Frame uns zugeschickt und jetzt können wir natürlich Folgendes machen. Wir binden das jetzt hier in den IO-Broker in die Viz ein. So ist nämlich auf der Viz drauf vom IO-Broker. Ich werde jetzt hier mal ein kleines Viz erstellen, also ein neues Fenster erstellen. Dazu gehen wir jetzt hier auf Viz drauf und können jetzt praktisch hier mal ein Test-Viz erstellen. Mache ich mal Test und dann können wir praktisch hier mal das mal testen. Das Ganze könnt ihr jetzt ganz einfach umsetzen und zwar habt ihr jetzt hier die Viz. Wir nehmen jetzt hier so ein iframe Plugin, ein Widget und dann können wir jetzt ganz einfach hier die Quelle eingeben und tippen das praktisch hier mal von oben rein, tragen das bei Quelle ein und dann ist im Grunde hier das auch schon drin. Das Ganze könnt ihr jetzt praktisch hier ein bisschen anpassen, falls euch das von der Auflösung her nicht passt, machen wir gerade so, damit es etwas besser aussieht und jetzt könnt ihr praktisch hier die Viz öffnen und dann habt ihr hier direkt dann das Kamerabild in der Viz drin und es läuft ja auch flüssig durch, könnt ihr schon sehen, die Uhrzeit passt hier soweit und ja, da kann man auch schon erkennen, dass sich hier ein bisschen was bewegt. So, ich wollte euch jetzt nochmal kurz demonstrieren, wie flüssig das Ganze im Grunde hier in der Viz läuft. Ich habe noch ein paar Sachen jetzt optimiert, also hier die ganzen Werte weggemacht, wie diesen Timestamp, weil das sah nicht ganz so gut aus und natürlich auch hier den Kameranamen, so sieht es etwas cleaner aus und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das hier funktioniert, wie flüssig das läuft und mir das auch hier ganz einfach im Browser dann anzeigen kann. Ihr konntet schon sehen, das Ganze geht hier doch recht gut. Hängt natürlich immer noch ein bisschen, aber ist natürlich digital und es braucht halt eben auch seine Zeit, bis es verarbeitet ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit wirklich sehr zufrieden. Ich denke mal, da kann man sich auf keinen Fall beschweren und man kann es auch wirklich hier sehr gut so auch in die Viz dann einbinden. Ja, so, das soll es schon gewesen sein zu diesem kleinen Tutorial. Ihr könnt schon sehen, das Ganze ist keine große Kunst. Es ist wirklich hier sehr einfach umzusetzen und ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, sehr viele Sachen auch noch hier über MotionEye direkt einzustellen, wie zum Beispiel die automatische Erkennung und Co. Und das könnt ihr nochmal explizit ausbauen. Hier empfiehlt es sich natürlich, dass ihr möglichst einen starken Server bzw. PC habt, der natürlich auch hier wirklich mehrere Kameras dann gleichzeitig verarbeiten kann, wenn ihr jetzt vorhabt, hier noch ein paar Kameras hinzuzufügen. Denn so ein Raspberry Pi 3, der ist vielleicht doch etwas schwach auf der Brust und hängt dann teilweise, wenn praktisch hier zu viele Daten reinkommen. Also so viel dazu. Ich denke mal, das soll jetzt alles erklärt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wisst es auch ganz genau, wie man das praktisch hier in den IO-Broker ganz einfach integriert.